Nach einer Einäscherung im Krematorium können die Angehörigen entscheiden, wo die Beisetzung des Verstorbenen stattfinden soll. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Asche des Verstorbenen beizusetzen. Neben dem Angebot, dass Angehörige direkt im Flugzeug der Ascheverstreuung beiwohnen können, gibt es auch die Möglichkeit, an einem zuvor gewählten Platz am Strand zurückzubleiben und der Verstreuung der Asche über dem Meer, welche durch einen Mitarbeiter von Aqua Omeja vorgenommen wird, vom Strand aus zuzugucken. Die Asche wird für die Beisetzung aus einem Flugzeug in eine spezielle Urne überführt. Diese ist geeignet, die Asche aus dem Fenster des Flugzeuges zu verstreuen. In unserer Beispielurne ist keine echte Asche eingefüllt. Diese dient allein zu Demonstrationszwecken. Der Ort der Beisetzung wird den Wünschen der Hinterbliebenen entsprechend gewählt. Beispiele sind Noordwijk, Renesse oder Scheveningen. Genauere Informationen erhalten Angehörige auf Anfrage gerne persönlich. Bei der Beisetzung selbst wird auch auf äußere Umstände eingegangen. So wird bei bewölktem Himmel, sofern möglich, ein sonniges Plätzchen gesucht, um den Angehörigen den Abschied so angenehm wie möglich zu machen. Hierbei wird zunächst die Stelle der späteren Beisetzung überflogen, anschließend die Asche verstreut und dem Verstorbenen mit einem erneuten Überfliegen ein letzter Abschiedsgruß gewährt.